Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und hierbei handelt es sich um Let's Play Schach. Ja, richtig gehört. Heute mal kein Game, sondern ein Brettspiel. Und zwar mache ich dieses Let's Play um quasi so eine Session. Und zwar möchte ich von einem Rating von 800, was ich im Moment erspielt habe, zu einem Rating von 2500 kommen. Pro Part wird eine Partie gespielt, egal wie lange die dauert, kurz analysiert danach. Und ja, mein Ziel ist es, 2500 zu erreichen. Und zwar im Blitzschach, das heißt 5 Minuten pro Spieler. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Gewertet, 5 Minuten, alle. Und mal sehen. Wie ihr seht, habe ich 794. Und wir spielen gegen Oberoi, der 1500 hat. Er eröffnet mit D3. Okay, dann machen wir mal E5. Okay, er spielt ungewöhnlich, aber na gut. Er spielt sehr ungewöhnlich. Er akzeptiert eine Isolani-Stellung in einem Endspiel. Außer er nimmt auf E5. Ja, er nimmt auf E5. Okay, er nimmt D3 und spielt Springer C6. Achso, er nimmt mit der Dame. Na gut. Jetzt nimmt er mit dem Bauern? Okay. Der Typ spielt echt komisch. Weil ich jetzt einen Bauern gewinne. Okay, er hätte Läufer F4 spielen können, aber hat er nicht. Jetzt hängt F3. Okay. Ich gebe erstmal einen Schach. Das kann ich sowieso spielen. Okay, wir haben jetzt schon einen Bauern gewonnen. Jetzt haben wir den zweiten Bauern gewonnen. Und der Springer auf C3 hängt. Er müsste ihn ziehen. Macht er nicht. Okay, ich kann ihn nicht nehmen wegen Läufer B2. Deswegen spiele ich zuerst Springer F6 und jetzt spielt er den. Dann verdoppeln wir jetzt mal. Ich bin mal gespannt, ob er auf C6 nimmt. Das ist nicht gut. Er gibt nämlich sein Läuferpaar ab. Dafür habe ich zwar einen Doppelbauern, aber er müsste, ich glaube, C4, um den Läufer zu öffnen oder so. Okay, er tauscht weiter ab. Möchte ich abtauschen? Ich hab 2 Bauern mehr, warum nicht? Ich könnte Springer H5 spielen. Okay, jetzt nimmt er. Ja, ich habe einfach ein gewonnenes Endspiel hier erreicht. Und den aber auch noch F6 nimmt. Ja, er nimmt auch noch F6. Turm H1 vielleicht. Ja. Einfach die Bauern nehmen. Hol ich mir den auch noch. Okay, jetzt sperre ich seinen König ab. Und jetzt läuft einfach der A-Bauer durch. Der Turm D5 ist also gedeckt. Und jetzt läuft der Bauer durch. Ganz einfach. Na, ich hätte den... Okay, muss ich erst den spielen. Jetzt stellt er den Turm ein. Und hat aufgegeben. Und dann haben wir schon 57 Punkte gewonnen. Er hat minus 598 gemacht. Das war bestimmt sein erstes Spiel. Oder? Gucken wir mal kurz. Ja, sein erstes Spiel. Ja, dann. Ich hoffe, euch gefällt meine neue Idee und mein neues Projekt. Und ja, mal sehen, wie lange ich brauchen werde, um auf 2500 zu kommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst
lasst einen Daumen hoch da oder ähnliches. Und Kommentare sind immer erwünscht. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein.